heute geht hier mal richtig was ab hier. Was haben wir denn hier alles? Macmillan, Rindermarke, dann irgend so ein Duftkissen, glaube ich, dann nochmal. Einmal Macmillan und einmal den Wirbelkranz auch noch. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und ich hoffe mal, diesmal wird es kein Special. Ich hoffe, diesmal haben wir angenehme, normale Runden. Und das ohne Michael. Tut mir leid, für alle Leute, die Michael heißen. Zum Beispiel Michi. Also alle Leute, die Michael heißen, die haben in Dead by Daylight nichts zu suchen. Ja, ich. Aber warte mal, Michi hat das Spiel und wir brauchen doch mal einen für Killerrunden. Wir brauchen Michi für Killerrunden. Wenn wir wieder, wenn wir wieder unsere Freunde schnetzeln wollen. Irgendwann ist er wieder. Ich hoffe, wir sind alle wieder zusammen. Alter, leg mich doch. Direkt ist der Killer da. Wir sind alle zusammen hier. Ja. Vorsicht, dahinter ist der Killer. Das ist der Feinsteller. Yep. Ich weiß gerade nicht, worum der geht. Ich bin weg. Ich auch. Ach, leck mich. Ja, du denkst ihn ab. Opfer dich fürs Team. Fürs Team. Fürs Team. Fürs Team. Fürs Team. Ah, ich werde direkt down sein. Don't let me down, down, down. Komm schon, das schaffst du. Du bist so ein richtiger Tobi, weißt du das? Nein. Ich glaube, ich bin losgeworden. Dank dem Team. Danke dir, Steam. Hilfe. Heißt hier der Krüppel, lass das in den Wald rum. Hilfe. Warum hat er plötzlich mich verfolgt? Ich dachte, der wäre. Oh toll, jetzt werde ich der Erste sein. Ja. Hilfe. Mein letzter Krüppel im Wald. Alter, ich bin ihm entkommen. Übrigens, kannst du mich heilen? Hey, ich bin komm. Unten. Ich bin unten im Keller und unten hier. So, du meinst nicht mal mich. Vergiss. Okay. Oh. Immer dieses Rumgestöhne hier. Kein Anstand. So, und jetzt heil mich. Achso. Hey, ich bin doch nicht der Erste. Kacke. Nein. Oh nein. Ich musste direkt weg. Ich hatte keine Chance. Ich war verletzt im Schrank. Ich hätte geschrien. Und ich hatte ein Sunny-Set und wollte mich gerade heilen. Also hier unten machen wir eine kleine Hängeparty. Hier gibt es zweimal Fleisch am Spieß. Wollen wir das dreimal machen? Und es ist ein Camper. Ja, bei zwei Leuten würde ich. Wäre ich auch in Versuchung zu campen. Aber nur in Versuchung. Okay, das heißt jetzt, da dieser Technox auch dahin geht, wahrscheinlich gleich sterben wird. Muss ich versuchen. Also der einer ist hier. Ja. Muss ich jetzt versuchen, die Luke zu finden. Ah, der geht jetzt gerade unten und er wird direkt vom Killer verfolgt. Ja, er hängt. Also wir hängen jetzt hier zu dritt unten auf ihr, obwohl, okay, einer wird direkt tot sein, bevor der hängt. So, Christian, ich wünsche dir viel Spaß mit vier Generatoren, du bist jetzt auf dich allein gestellt. Okay. Ey, guck mal, ich hab schon wieder einen. Na toll, jetzt muss ich... Schade, wenn der dann kommen wäre, hätte ich noch eine Chance gehabt. Nein. Auch mal cool, jetzt hat er drei Leute im Keller erhangen. Ihr seid so. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Special. Ich allein gegen den Killer. Immer wenn wir scheiß Folgen haben, machen wir ein Special aus. Nein. Ich lebe noch. Du lebst noch? Dann gucke ich dir mal zu. Hier sehen Sie einen Mann im Wald, wie er in natürlicher Umgebung einen Generator repariert. Man beobachtet seine leichte Fingerfertigkeit und seine plötzliche Angst vor schrillen Basstönen, gefolgt von einer monströsen Art mit glühenden Augen.
Du Hurensohn! Ich mache ein Festival auf deinem Grab! Man nennt diese Kreatur als, wie gerade auch. Warum ist hier nichts vorbei? Als keine Hurensohn? Palette, warum war hier nichts? Toll, komm, häng mich bitte im Keller auf, ja? Das sogenannte Opfer regt sich natürlich in seiner natürlichen Umgebung darüber auf. Ja, dass ich werde wirklich im Keller aufgehangen! Deine Mutter! Deine Mutter! Deine verfickte Hurensohn-Mutter! Das gibt euch alle vier Leute im Keller! Alle vier! Ihr seid so scheiße! Ihr seid so scheiße! Das heißt, ihr seid so scheiße. Der Killer war direkt am Anfang da. Hat die Jagd auf mich gemacht, hat zwischendurch einen anderen gejagt, hat uns beide trotzdem gehittet. Dann ging das aber irgendwann mal über auf dich, dann bist du losgeworden, dann wurden die nächsten Leute gejagt und gehangen. Das ging zu schnell. Das ist eure Schuld. Okay, jetzt okay. Was geht der Typ auch hin? Der muss den doch gehört haben. Oh, ich geh da mal hin. Achso. Jetzt mache ich erstmal hier Ausstattung und so. Opfergabe ist immer noch mit Medien, okay. Das gibt's doch nicht. Wie lange war die Runde jetzt? Vielleicht 5 Minuten? Die war, ja, so 6 Minuten. 5-6 Minuten. Ich habe das Gefühl, das wird eine sehr, sehr kurze Folge. Ja. Aber lasst euch da. Gut, ich hatte irgendwie Pech dann, dass er mich dann da gesehen hat. Ist dann halt genau zum richtigen Generator hin. Konnte ich mal genau nicht mehr schnell genug fliehen. Ja. Aber ganz ehrlich, wie willst du vier Generatoren alleine machen? Ja, ich hätte jetzt erstmal geplant, die Generatoren zu machen und auf gut Glück mal den Generator, den die Luke zu finden. Also ich mache erstmal die. Oh, wow. Geil, das finde gut. Aber das Gefühl, dass Dead by Daylight um diese Zeit einen Tiefpunkt erreicht hat. Ich finde gut, dass sie dieses Feature noch eingebaut haben. Ich meine, sonst wäre man zu schnell fertig mit dem Spiel. Ja, das auf jeden Fall. Nach 5 Minuten nochmal so. Die Zeit hinauszögern, das macht auf jeden Fall Spaß. Das hebt die Motivation. Ja. Ich meine, da kann man nochmal in sich gehen. Nochmal den Killer verfluchen. Das ist ein Scheiß-Cam, ja. Oh. Ja. Okay. Oh, er hat wieder seine Styler-Jacke. Boah. Ey, da hat aber jemand hier Geld ausgegeben, ne? So. Guck mal, der hat größere Anhänger als du. Arschloch. Mag ich nicht. Ja, das ist. Der hat das bezahlt. Sein reicher Daddy hat ihm das bezahlt. Ich hätte gar nicht ehrlich verdient. Good morning! Guck mal, das da ist von mir. Ich gebe hier wenigstens was der. Ich steuere hier was zur Gruppe bei, okay? Hm. Ich steuere was hier für das Team bei. Ich sag, du bist der Erste, der wieder drauf geht, ey. Ja. Und du bringst 5-6 Leute um, weil du verklickst hast. Oh nein, ich hab die Palette nicht umgestoßen. Ihr werdet jetzt alle sterben. Oh no. So in der Art läuft das gleich ab. Jetzt hast du es schon verraten. Okay. Kohlelage, das McMillian-Anwesen. Cool. Kohle. Ich hab was fürs Team beigetragen. Kohle. Oh, es gab wieder einen kleinen Ruckler.
Ich geh ins Haus. Okay. Ja, wieder so ein kleinen Verbandskoffer. So einen kleinen Mini. Oh nein, es ruckelt. Oder höre ich mich okay an? Ja. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Okay. Weißt du, wer es ist? Ich würde sagen, der Feinsteller ist Es es. ist der Michael, Oh, okay, ich kann es nicht. der Aber weißt Michael. du, so gut ist. Und das ist der Michael, der Michael. Die Es ist der Textur. Die, Michael. hey, ich kann. Bitte. Ich brauche nicht Ja? dieses, ich brauch nicht noch nie für Michael. Das ist. Nein. Ja, aber weißt du, ich konnte gerade durch das Haus sehen. Für mich ist es nicht Existenz. Für mich ist da einfach Das Himmel. hätte ich auch schon mal mit der Mauer gehabt. Hey, ich hänge schon wieder. Ja, ich meine, es war ja auch Wenn mal das nicht Zeit. mal campen soll, der steht direkt vor mir. Geil! Weißt du was? Ich probier's gar nicht mal. Oh. Nee. Oh, Sowas unterstütze ich nicht. fürs Team. Aber es hat gerade eben bei mir geleckt. Muss ich sagen. Alter. Siehst du, wie es leckt bei mir? Ja, das leckt ein bisschen, ja. Also bei der Flucht. Oh, bei der Flucht wird das sowas von mega nervig sein. Ja. Ah, dann kriegt der mir, wenn es hoffentlich läuft, ist gut. Ja, das erste habe ich gerade eben verkackt. Und dann kam 2 Sekunden später, kam dann kam die Explosion. Lass mich raten, er wird wieder bei. Ja, klar. Der stellt sich mit dem Rücken dann zum Gesicht und beobachtet alles. Also mit dem Rücken zu dem Typen so. Ich bin gar nicht da. Ja. Ich guck den gar nicht an. Besser wäre doch irgendwie so hinterm Haken verstecken. Guck, bin auch gar nicht da. Okay, die kriegt aber, wenn es klappen, einigermaßen. Oh nein, sie Nein, rennt weg. nein. Sie wird sterben. Mach Toll. das Camper-Symbol, mach das Camper-Symbol. Make the Eagle. Make the Eagle great again. Oh Mann, oh Gott, das ist so scheiße, die Flucht. Ich glaube, der ist weg. Nein, ich habe den gerade ganz kurz gesehen. Also ist vom Haken runter. Sehr gut. Ich glaube, ich werde dafür sterben. Doch, Dr. Christian ist sofort vor Ort. Ich werde da wahrscheinlich, wenn man damit bin. Ah, der rennt doch schon direkt wieder in die Richtung von dem. Christian, könntest du dich mal mit der. Ach ne, das bist ja gar nicht du. Ja. Ui, er hat die andere gefunden. Into Er the bringt stream. Mac in den Keller. Oh, was treibt er denn mit der? Macht er da streckige Sachen mit der? Keine Ahnung, aber das kannst du auf dem Twitch-Channel sehen von der. Ich glaube, er sucht ein paar Akten in seinen Schränken. Irgendwo habe ich die doch liegen gelassen. Campt er denn? Ja, klar. Okay, ja, gerade eben beim Eddie hat er ja kurzzeitig nicht gekämpft. Er hat die Kurzzeitig. ganze Zeit gekämpft und hat sich dann einmal umgedreht, einmal 2 Schritte gegangen und kam dann wieder sofort zurück. Okay. Aus irgendeinem Grund tut diese Twitch-Dame bei mir ruckeln. Ja, tut's auch. Ja, aber nein, ich meine nicht, dass sie erwischt wird von den Haken, sondern dass sie. Die hat gerade. Ist gerade so richtig hin und her gezuckelt, so. Links und rechts. Lol. Das sah creepy aus. Okay, ich habe das Gefühl, ich werde gleich als Einziger entkommen. Könnte sein.
Der Ausgang ist offen. Nicht wirklich. Ja, also mach den Ausgang auf, ihr beide seid direkt an. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Und der Killer dürfte in der Nähe sein. In der Nähe im Keller. Der wird zum anderen Ausgang wahrscheinlich gehen. Komm, ich heile dich erstmal, Eddie. Du kannst doch jetzt nicht verletzt zu deiner Mami gehen. Oh, ich sehe ihn da hinten. Ich sehe ihn da hinten. Ah, stimmt, da hinten, da bewegt sich was. Kein Problem. Du bist ein scheiß Arschloch. Ich hab das doch gegönnt. Dieser Einschlag. Alter, du darfst Camper nichts können. Nein, aber ich wollte ihn halt noch so dissen, weißt du, mit dem Finger. Mit dem Finger auf ihn gezeigt. Damit er sich schämt. I love you, Camper. Hey, ich kann nichts schreiben. Hey, was passiert denn hier? Der Typ ist schon raus, ich kann nichts schreiben. Ich kriege soeben einen Anruf. Also ich würde einfach mal sagen. Ja, das war jetzt Folge. Die Folge. Die Folge ist jetzt eh vorbei. Ja. Ja, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.